Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play SnowRunner hier auf meinem Kanal. Und ja, wir sind heute in Talmir unterwegs und haben den letzten Auftrag tatsächlich vor uns, nämlich die geologische Forschung. Und ja, wie ihr wisst, ich habe mich tierisch auf diesen Auftrag gefreut, also leider gar nicht. Aber der Vollständigkeit halber nehme ich den natürlich jetzt nochmal mit. Und nach einigem Hin- und Herprobieren habe ich dann auch endlich die Region rausgefunden, in der das Ganze stattfindet. Denn das war am Anfang nicht ganz so offensichtlich. Und ja, wir sind jetzt hier in Zymnegorsk, stehen vor der Werkstatt, wie ihr seht. Und haben jetzt oben rechts die Entfernungen eingeblendet, die wir jetzt erreichen müssen. Denn wir haben natürlich wie üblich keine richtigen Kartenmarkierungen für diese Untersuchungen. Und ja, wenn ich so ein bisschen auf die Karte schaue, gehe ich mal ganz stark davon aus. Wir können ja hier wieder unseren alten Trick machen mit dem Wegpunkt setzen. So, ihr seht, hier habe ich schon gar nicht mal so schlecht getroffen. 800 Meter, 859, 822. Also ihr seht, da sind wir, glaube ich, schon ganz richtig. Dasselbe hier 500 Meter, eventuell hier in diesen Bereichen. Und ja, tatsächlich die Insel hier unten, die sieht natürlich nach wie vor verdächtig aus. Irgendwas ist da noch. Und ja, da sind wir bei... Das haben wir sogar fast getroffen. Also da wird wahrscheinlich der letzte Punkt sein. Aber alles in allem gehe ich davon aus, dass wir praktisch in diesem Bereich hier die letzten Untersuchungen haben und dass wir einfach dafür den Fluss überqueren. Ich würde sagen, wir machen uns da jetzt auf die Socken auch direkt. Der KRS 58 Bandit, den kennt ihr ja mittlerweile schon. Der ist heute wieder mit dem vibroseismischen Modul ausgerüstet und wird uns jetzt heute mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns hier von A nach B bringen. Und ja, was soll ich sagen? Tatsächlich, Talmir hat echt Bock gemacht. Ich glaube, das kann ich schon mal so als abschließendes oder vielleicht... Ja, so als Vorfazit. Na, es ist ja noch nicht alles hier gelaufen. Wir müssen ja noch die heutige Mission abschließen. Aber so als allgemeines Fazit hat Talmir echt Spaß gemacht. Und ja, bin ich positiv überrascht. Hätte ich gar nicht so mitgerechnet damals. Eigentlich war die ganze Staffel ja wirklich dazu gedacht, primär hier die Upgrades einzusammeln. Aber dass ich dabei so viel Spaß hätte oder haben würde, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Und ja, manchmal ist natürlich so eine kleine Überraschung hier und da auch nicht verkehrt. Und ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Und ja, da wo wir gerade beim Thema sind, wenn ihr natürlich heute auch sagt, boah, das Video, das hat mir Spaß gemacht zuzugucken, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, aber auch in Zukunft hier meine SnowRunner-Abenteuer und Ähnliches nicht verpassen wollt, ja, dann lasst doch einfach mal ein kostenloses Abo da. Und ja, würde mich freuen. Natürlich dürft ihr auch wie üblich eure Meinung heute wieder in die Kommentare schreiben. Das steht euch natürlich jedes Mal frei. Und ja, vielleicht ergibt sich ja noch das ein oder andere Interessante, von dem ich zum Beispiel nichts wusste. Und ich folge einfach mal jetzt gerade hier dem Weg, während ich hier quatsche. Und wir gucken mal, dass wir ein bisschen näher rankommen. Sieht ja eigentlich gar nicht verkehrt aus. Ja, was ich sagen wollte, vielleicht ergibt sich ja noch das ein oder andere Interessante und ihr habt vielleicht ja noch einen Tipp für mich. Denn ich habe, und eventuell habe ich das jetzt schon vor den Folgen eingeblendet, wenn nicht, werde ich das jetzt einmal tun, die Upgrades gefunden, beziehungsweise noch gesucht, die mir gefehlt haben. Und eins will ich partout nicht finden und ja, ich bin so ein bisschen überfragt, wo das noch sein könnte. Und ja, es ist ein bisschen eigenartig, weil ich glaube tatsächlich, dass ich in der Session, mir wurden ein paar Autos jetzt hier angezeigt, die ich praktisch angefahren habe. Und wo ich mich schon gefreut habe, weil ich gedacht habe, oh, da hast du was entdeckt, das könnte es jetzt gewesen sein. Und ja, ich konnte die Autos leider nicht mehr als Upgrade-Fahrzeuge freischalten. Also die Upgrades muss ich schon gehabt haben, das hat ganz schön wehgetan. Und mein Verdacht geht halt dahin, dass wir die damals in der Session schon hatten. Und ja, deswegen. Ich blende euch auf jeden Fall dann nochmal... Ja, ich mache es jetzt mal an dieser Stelle hier. Die Punkte ein, wo ich die
beiden Upgrades noch gefunden habe. Das eine, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und ja, sollte ich das in Zukunft nochmal irgendwo finden, dann kriegt ihr das natürlich noch nachgereicht. Und ja, was soll ich sagen? Wir nähern uns zumindest dem einen Punkt an. Ist die Straße hier richtig? Zumindest die Richtung stimmt. Gucken wir mal, ob wir hier geradeaus oder rechts müssen. Ah, geradeaus sieht gar nicht verkehrt aus. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch die Upgrades bis auf eins. Ärgerlicherweise habe ich dann auch alle von dieser Region. Und ja, das freut mich natürlich. Und da kommt wieder unser Herzschrittmacher, der sich meldet. Wir nähern uns mit großen Schritten an. Jetzt ist die Frage, wo möchtest du uns hinführen? Vermutlich doch hier runter, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja Mensch, dann besuchen wir doch auch mal den Leuchtturm. Ah, das ist sogar fast direkt davor. Ah, 16 Meter. Eigentlich sind wir schon drunter. Gut, hier entfernen wir uns wieder. Also möglicherweise hier auf dem Bereich. Aha, ja dann. Haben wir den ersten Punkt schon mal gefunden und natürlich zeige ich euch das einmal auf der Karte vor euren eigenen Spielstand, wenn ihr da dann nicht weiter wisst oder euch das einfach machen wollt, ist direkt neben dem Leuchtturm. Und ja, der Leuchtturm befindet sich ja hier im südlichen Teil der Karte. Wie gesagt, wir sind jetzt hier einmal diese Straße entlang gefahren, hier an der kaputten Brücke vorbei, haben hier den Fluss überquert und ja, hier seht ihr ja, sind wir gestartet. So, 400 Meter. Jetzt wird es natürlich spannend. Mal eine doofe Frage. Passt das ungefähr? Das passt ungefähr. Heißt, wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal zu dieser Insel begeben. Die wird es bestimmt sein. Vielleicht haben wir auch Glück und da wartet noch ein Upgrade auf uns. Das wäre natürlich jetzt das Nonplusultra. Aber naja, ob ich so viel Glück habe, wir werden sehen. Ja, und dann werden wir, wenn das weiterhin so gut läuft, tatsächlich in der heutigen Folge die geologische Forschung abschließen. Und das freut mich natürlich. Ich habe mich ja jetzt so ein bisschen um die Quests noch drumherum gedrückt, beziehungsweise musste man sie auch erstmal freischalten. Aber ja. Sieht ja jetzt ganz gut aus. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Fahrzeugtechnisch nehme ich einige schöne Fahrzeuge hier mit. Bin mal gespannt, wie weit man die auch in Zukunft noch auf den DLC-Karten einsetzen kann. Denn mit Tamir schließe ich ja praktisch auch die, ja, die Standardkarten, die im Basisspiel enthalten sind, auch praktisch als Let's Play ab. Und ab jetzt kommen ja nur noch wirklich DLC-Karten. Und ja, ich sag mal, Tennessee habe ich ja auch mittlerweile abgeschlossen. Das ist ja auch schon unter Dach und Fach sozusagen. Könnt ihr natürlich auch mal bei mir auf dem Kanal schauen, wenn ihr euch die neue Season, da ist ja die aktuell neueste zum Stand dieses Videos, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. Da habe ich natürlich auch ein Let's Play zu gemacht, sind ein paar schöne Folgen dabei. Zwar hat mich die Region nicht so umgehauen, aber vielleicht ist sie ja was für euch und ihr habt da auch beim Zugucken Spaß. Und ja, die Yukon-Region, wie gesagt, die ist ja im Moment so ein bisschen pausiert. Wenn ihr das Video hier seht, wird ihr euch das ja schon Bewusstsein, das hatte ich ja auch schon in den letzten Folgen angesprochen und da sind aber auch 30 Folgen zu da auf meinem Kanal. Gibt es auch eine eigene Playlist zu, wenn ihr euch da mal ein wenig umschauen wollt und euch Yukon mal angucken wollt. Hat auch Spaß gemacht von der Landschaft her und auch anfangs von den Aufträgen, aber nach einer Zeit war das halt wirklich, ja, es war ein bisschen zu doll für mich im Singleplayer. Also mir war das irgendwann, ja, wie soll ich sagen, es war irgendwie so eine Verpflichtung und hat nicht mehr so wirklich Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich mache da mal eine Pause. Aber nichtsdestotrotz, 30 Folgen sind auch da und bestimmt raffe ich mich eines Tages nochmal auf und fahre da auch weiter. Ja, und was als nächste Region ansteht, das werdet ihr dann wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen hier bei mir auf dem Kanal sehen. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt und das nicht verpassen wollt, klickt den Abo-Button, Leute.
Und ja, da werde ich jetzt auch in den kommenden Tagen mich dann dran begeben und da auch in die Vorproduktion starten. Denn der ein oder andere weiß das bestimmt unter euch oder kann sich das vorstellen und der ein oder andere vielleicht nicht. Ich mache diese ganzen Videoformate ja immer in einer Vorproduktion, heißt wahrscheinlich ist, wenn ihr dieses Video seht, schon mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate vergangen. Und ja, das ist einfach ein bisschen einfacher für mich, dann habe ich so ein bisschen mehr Ruhe, wisst ihr, ich mache dann eine Aufnahmesession und ja, kann da so ein bisschen noch meine täglichen Pflichten, sag ich mal, noch im reellen Leben besser unter Dach und Fach bringen, als wenn ich da täglich, sag ich mal, 3-4 Stunden aufnehmen müsste. Und ja, deswegen, ich gehe natürlich gerne auf eure Kommentare nochmal ein, wenn ihr mir welche gebt, aber natürlich, sage ich mal, wenn es Tipps sind, die gerade speziell zu diesem Auftrag sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass ich sie noch anwenden kann. Aber nichtsdestotrotz, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, denn vielleicht der ein oder andere Zuschauer, der auch mitschaut, der kann dann noch diese Tipps von euch nutzen. Und ja, wäre doch ganz cool, wenn wir uns da gegenseitig untereinander alle so ein bisschen helfen können. So, ich glaube, wir haben den nächsten Punkt erreicht. Das sieht gut aus. Wir scannen wieder. So, und auch nochmal hier für euch. Ja, mein Verdacht war da ja naheliegend. Es war tatsächlich diese Insel. Und ja, hier waren wir gerade am Leuchtturm. Hier jetzt praktisch die andere Insel. Und dort oben in der Ecke ist die Werkstatt. Jetzt bleibt noch ein Punkt in 700 Meter Entfernung. Und der dürfte jetzt interessant werden. Das kann auch nicht hier oben sein, oder? Das sieht aber beinahe danach aus. Okay, wir fahren mal zurück Richtung Sägewerk. Natürlich vorausgesetzt, wir kriegen unser Fahrzeug jetzt hier auch gewendet und ich versenke den nicht gleich. Eine ziemlich seichte Stelle hier, aber scheint zu gehen. So. Ja, jedenfalls wird jetzt in den kommenden Tagen dann auch die Produktion zur nächsten Staffel starten und ich habe da auch natürlich jetzt schon ein Ziel vor Augen. Das verrate ich natürlich an der Stelle noch nicht hier. Aber ich denke, eventuell werde ich da wieder so ein kleines Teaser-Video zu machen. Und ja, dann werdet ihr das praktisch auch in den kommenden Tagen hier auf meinem Kanal finden. Ja. Wir bewegen uns keinen Millimeter mehr. Das ist natürlich eher semi-gut gerade. Und ich habe auch wieder eine Vermutung, woran das liegen mag. Kann es sein, dass da irgendetwas vor uns im Wasser liegt? Ein Stamm oder ähnliches? Das ist wieder so. Brachial gerade gewesen, dass wir gar nicht mehr vorankamen. Da habe ich zumindest ein bisschen Schlamm aufgewühlt. Nein, Schnellwinde, bitte da dran. Okay, was auch immer es war, wir haben es umgangen. Ah, gar nicht so einfach, hier wieder runterzukommen. Ja, und wie ihr seht, ich habe in der heutigen Konfiguration mal auf das Offroad-Getriebe verzichtet. Einfach, um ein bisschen spritsparender unterwegs zu sein. Weil ich tatsächlich nicht abschätzen konnte, wie lange unsere Untersuchung hier dauert. Bisher kommen wir ganz gut durch. 2 Punkte mit der ersten Tankfüllung. Und den dritten werden wir dann, denke ich, auch noch jetzt erreichen können, denn wir haben ja nochmal dieselbe Menge Reserven auf dem Dach und ja, ich denke, damit können wir schon dann die Strecke zurücklegen. Aber das Offroad-Getriebe ist natürlich sonst für solche Situationen wie hier gerade in meinen Augen immer ein bisschen besser, ein bisschen schöner. Verbraucht aber auch mehr Sprit. Ja. Ja, die Dunkelheit ist hereingebrochen, beziehungsweise die Abenddämmerung schreitet weiter voran. Und ich würde sagen, Taimir verabschiedet sich nochmal von uns mit dieser doch sehr melancholischen Stimmung. Melancholischen, ne? Wortfindungsstörungen sind auch wieder parat heute. Nein, natürlich melancholischen Stimmung. Und da muss ich irgendwie sagen, das bringen so gerade die
osteuropäischen Karten, die bringen das ganz gut zur Geltung. Oder haben da so eine ganz eigene Stimmung nochmal. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das bei den amerikanischen Karten. Aber, wie gesagt, die sind natürlich auch schön, haben auch schön gestaltete Umgebung. Aber ich mag halt so ein bisschen so dieses Wilde, dieses Raue, dieses Melancholische. Dieser Hauch, dieser Zeitgeist vergangener Zeiten. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt so nachvollziehen kann mit meinen Schilderungen, aber naja, ich hoffe, der ein oder andere kann es verstehen. Und wenn nicht, habt ihr gerade wieder was zu lachen, was ich hier von mir gebe. Ja, jedenfalls sind wir wieder auf den berüchtigten Werkshöfen hier unterwegs, die irgendwie schlechter befestigt sind als die eigentlichen Landstraßen und Feldwege hier. Aha, da kommt auch ein bisschen Dampf auf. So, und die Entfernung verringert sich spürbar. Jetzt müsste sie aber eigentlich wieder größer werden. Ne, wird sie tatsächlich nicht. Aber eigentlich von dem Punkt wegfahren, hätte ich gedacht. Ah, dürfte interessant werden jetzt. Ah, ihr merkt schon, hier ist heute wirklich eine doch etwas herausforderndere Strecke, selbst für den Bandit. Es ist ein ganz komischer Untergrund. Es ist nicht so direkt Schlamm, es ist aber auch nicht direkt trocken. Und da bleiben wir doch gerne dran hängen und graben uns einfach eigentlich nur weiter in den Morast ein, wie ihr seht. Aber tatsächlich scheine ich gar nicht mal so verkehrt gelegen zu haben mit meinem Wegpunkt. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil wir führen diese Untersuchung ja natürlich noch wegen den Ölquellen durch weiterhin. Und da oben ist eine Ölquelle. Warum wir da jetzt nochmal eine Untersuchung da machen sollen, keine Ahnung. Aber wenn unser Auftraggeber das möchte, dann möchte unser Auftraggeber das. Und wer sind denn wir, darüber zu urteilen? Ne? Man kennt es doch, man kennt es doch. Ja, ich bin jedenfalls gespannt, was natürlich auch so in Zukunft noch hier im Spiel SnowRunner auf mich wartet. Ich habe ja noch einige Regionen vor mir, da wird es definitiv noch ein paar Staffeln geben. Und es kommen ja auch eigentlich immer wieder in regelmäßigen Abständen neue Regionen dazu. Tatsächlich weiß ich jetzt aktuell noch nicht, wie es um Phase 8 müsste es, glaube ich, mittlerweile sein, bestellt ist. Ja, muss man mal abwarten. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, aber da war man sich wohl so aufgrund auch der politischen Lage aktuell nicht so ganz sicher. Das waren so meine Infos, wo das Ganze stattfinden soll. Aber naja, ihr wisst das ja, wie man manchmal den Medien so vertrauen kann. Und die eine Spieleredaktion schreibt das, die andere schreibt das. Und ja, deswegen einfach mal abwarten und Tee trinken. Und früher oder später werden wir bestimmt erfahren, wo es da hingeht. Und ja, ich hoffe nur inständig, dass es nicht nochmal sowas wie Tennessee wird. Also ich sag mal, klar, es war war mal was Neues. Es hat auch gerade im Multiplayer hier und da schon für ein paar sehr spaßige Folgen gesorgt. Aber ja, ich spiele SnowRunner nun mal, weil ich irgendwie mit schweren Fahrzeugen mich hier durch das Gelände kämpfen möchte und wirklich Frachtstücke in die entlegensten Regionen bringen möchte und nicht, weil ich eine Rallye fahren möchte. Dafür gibt es dann doch andere Spiele, die da wesentlich mehr qualifiziert sind für. So. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Pfad hier? Ja, 200 Meter. Das könnte tatsächlich dort oben an den Ölquellen sein. Ah, da haben wir ja in der vorletzten Folge, müsste das gewesen sein, auch den Ölbohrturm errichtet. Der kommt da jetzt wirklich schön in der Dämmerung nochmal zur Geltung, diese Soldate. So, ich fahre mal hier lang. Passt das? Ah, die Entfernung wird geringer. Jetzt wird sie wieder größer. Sie wird sogar viel, viel größer. Okay. Bitte nicht hier irgendwo. Das wäre natürlich jetzt... Okay, wir fahren nochmal hier zurück.
Nein, auch hierhin wird die Entfernung größer. Okay, natürlich macht die Dunkelheit das ganze Navigieren jetzt hier nicht einfacher. Naja, aber in die Richtung, wo ich gerade hin zurückgesetzt habe, also aus der, wo wir kamen, scheint eigentlich der richtige Weg zu sein. Ich meine, was jetzt hier natürlich mal deutlich wird, ist die wirklich sehr, sehr geile Rundumbeleuchtung des Bandits. Die macht schon optisch was her, finde ich. So. Ah, schaut mal an. Jetzt kommen wir der ganzen Sache auch wieder näher. Die Frage ist jetzt, müssen wir den Berg hinauf oder müssen wir hier rechts abfahren? Ja, ich würde sagen, den Berg hinauf sind wir gar nicht mal so verkehrt unterwegs. Ja, und wie es scheint, müssen wir tatsächlich hier an der Ölquelle triangulieren. Und oh, ich betanke uns mal schnell. Sonst haben wir gleich nichts mehr zum Betanken. Okay, hier wird die Entfernung wieder größer. Interessant. Setzen wir mal wieder zurück. Die Frage ist jetzt hier etwa? Nein, hier... Oder? Nein, definitiv nicht. Die Entfernung erhöht sich. Okay, dann wird das hier hinter uns sein. Ja, ihr seht schon, bei diesem Aufgabentyp ist das wirklich ein wahnsinniges Vor und Zurück, Vor und Zurück. Und, aha. Aha, das sieht gut aus. Okay, nein, das war die falsche Richtung. Vielleicht mehr hier in den Wald hinein. Naja, es ist ja nur zum Triangulieren. Man wird dann wahrscheinlich irgendwo den Mittelpunkt suchen und dann dort die Ölquellen ausfindig machen können. Das würde auch erklären, warum wir hier in der Nähe nach wie vor suchen. Jede Himmelsrichtung einmal abfahren, aber hier sind wir auf dem richtigen Weg. So, und damit geben wir unsere letzte Scannung ab. Oder scannen das letzte Mal. Geologische Forschung abgeschlossen. Meine Güte, du bist fleißig gewesen. Sollte das mit dem Truckfahrer nicht klappen, kann ich dir eine Karriere als Forscher anbieten. Okay, vielen Dank auch dafür. Ich glaube, ich bleibe aber beim Trucker. Du warst nämlich ein sehr komischer Chef in dieser Region. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, ich mache mich mal... Mache ich mich auf in Richtung Werkstatt? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Wir nutzen das Ganze einfach mal hier und schauen uns mal. Ich gehe hier mal so ein bisschen raus. Ne? So, genau. Dann haben wir hier mal so ein bisschen die nächtliche Stimmung so ein bisschen von Taimir eingefangen. Und ja, was soll ich euch sagen? Taimir, 9 von 10 Punkten. Ein Punkt ziehe ich mal ab wegen so manchem Quest-Design, das... war da doch etwas schwieriger, wie zum Beispiel jetzt hier die geologische Forschung, wo man keinen richtigen Startpunkt hatte. Also man hätte wenigstens dazu schreiben können, suche irgendwie in Simnegorsk nach diesen Punkten oder so. Das stand da halt gar nicht und da muss man wirklich erstmal ein bisschen rumprobieren. Das fand ich ein bisschen doof gestaltet, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, kommen wir nun zu der Region selber. Landschaftlich, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, wirklich eine absolut gelungene Sache. Abwechslungsreich, jede Region oder jedes Gebiet fühlte sich anders an. Man hat wirklich, ja, unheimlich verwilderte Gebiete, dann hat man überflutete Gebiete, man hat felsige, zerklüftete Gebiete und man hat diese Küstenregion hier, den in Simnegorsk, mit halt dem Hafen, der schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, doch seinen eigenen Charme auch mitbringt und gerade so diese, ja, so diesen Geist der Vergangenheit irgendwie gut einfängt. Auch wenn sie vielleicht nicht immer schön war, aber ja, man, klar, es ist ja so ein bisschen melancholisch, ne? Wie sagt man, so schön, es war ja nicht alles schlecht, ne? Und das soll jetzt hier um Gottes Willen kein Statement sein irgendwie.
ich denke, ich versuche da gerade einfach nur so ein bisschen rüberzubringen, wie ich das meine hier mit, dass das wirklich alte, schöne Anlagen sind. So ein bisschen dieser Lost Place-Charakter. Ich glaube, das trifft es noch eher. Und ja, was soll ich sagen? Fahrzeugtechnisch haben wir hier einiges an Fahrzeugen bekommen, regulär im Spiel, die man hier sich freischalten kann, die man hier auch nur freigeschaltet bekommt. Und auch viele, viele der Upgrades sind unheimlich hilfreich für diese Fahrzeuge und auch für andere. Und das ist an meiner Stelle mal ein riesen, riesen Pluspunkt. Wie gesagt, so Taimir von den Startregionen von den ersten dreien ist das mit eigentlich die, ja doch, die beste in Sachen Fahrzeuge. Also hier bekommt man wirklich äußerst geländegängige Offroader. Ja, von den Scout-Fahrzeugen her, klar, der Tartarin ist das Nonplusultra. Der TUS ist, glaube ich, was für Liebhaber. Also mir gefällt der natürlich auch. Ich habe den ja auch hier ein paar Mal gefahren. Mehr als den Tartarin, den habe ich ja in anderen Regionen immer schon genutzt. Aber der Tartarin ist natürlich deutlich geländegängiger als der TUS. Dafür kommt der TUS durch manch kleinere Ecken und Winkel durch, was der Tartarin natürlich aufgrund seiner Größe nicht hinbekommt. Der Tiger, ohne Worte, ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Der ist halt mein absoluter Lieblings-Offroad-Truck aktuell. Und ja, die Versöhnung mit dem Voron hat ja auch stattgefunden, beziehungsweise mit dem Voron Grad speziell. Die anderen beiden Vorons habe ich ja eigentlich, glaube ich, sogar immer ganz gut gefunden. Ja, der Voron Grad, wie gesagt, auch könnte man auch, glaube ich, fast auf eine Stufe setzen mit dem Tiger. Also ich mag den Tiger einfach ein bisschen mehr von der Optik und vom Sound her. Und der springt auch nicht so extrem, wie der Voron Grad das tut. Also damit komme ich irgendwie doch ein bisschen besser durchs Gelände. Und ja, was hatten wir noch für Fahrzeuge? Den Step hatte ich ja zwei Stück. Einmal die DLC-Version, gut, die gibt es natürlich hier nicht, ne? Den Step Crocodile. Auch ein super, super schönes Fahrzeug. Habe ich auch schöne Erfahrungen mitgemacht und viel, viel Spaß mitgehabt in dieser Region. Den werde ich auch in Zukunft auf jeden Fall nochmal einsetzen. Ja, und den Step, boah, jetzt haut mich gerade mal. Ich weiß gerade die Nummer gar nicht mehr, die Typenbezeichnung. Ja, auf jeden Fall den Step, den man hier freischaltet, 203. Ich bin mir gar nicht sicher. Glaube nicht, oder? Ja, dürft ihr mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben und mich da korrigieren. Ja, auf jeden Fall der Step selber, den haben wir auch hier geborgen. Der ist ja praktisch unterhalb des Tartarins hier in Simnegorsk. Und ja, der hat mich nicht so abgeholt. Also, das ist aber, glaube ich, auch wieder persönlicher Geschmack. Aber, glaube ich, auch im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, die man jetzt zum Beispiel in Michigan oder Alaska bekommen hat, glaube ich, doch ein deutlich stärkeres, geländegängigeres Fahrzeug. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich hab eine Menge Spaß gehabt in der Region. Die Holztransporte waren natürlich wieder sehr nervenaufreibend, aber das ist, glaube ich, auch wieder so der Anwenderfehler dann in dem Moment. Da habe ich, glaube ich, immer die falschen Fahrzeuge gewählt. Ja, mit dem Western Star 49X ist es ja leider nichts geworden, jetzt auch in der dritten Region. Also ich glaube, das Fahrzeug werde ich mich nur optisch mit anfreunden können, aber ist natürlich schade für ein DLC-Fahrzeug, wofür man ja auch nun mal noch ein bisschen Echtgeld in die Hand nimmt und ja, dann irgendwie ein Fahrzeug kriegt, was einen nicht so umhaut. Ist natürlich ärgerlich, aber ja, muss nicht immer alles schlecht sein. Und ja, Leute, was soll ich noch sagen? Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch allen da draußen, die jetzt diese Staffel sich wieder angesehen haben, bewertet haben, kommentiert haben und natürlich auch jetzt abonniert haben. Das freut mich natürlich sehr, wer da noch alles so mit dazu gestoßen ist. Und ja, natürlich seid ihr da auch die Hauptmotivation, warum ich das Ganze hier mache. Und ich habe eine Menge Spaß daran. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich mir bei dieser Staffel doch deutlich, deutlich mehr Mühe gegeben habe, was so das Ganze, ja, wie soll ich sagen, das Ganze drumherum betrifft. So ein bisschen die Optik, die Aufmachung und natürlich auch die Art und Weise, wie ich das Ganze kommentiere. Ich versuche mich zumindest immer weiter dahingehend zu verbessern und ja, ich bin gespannt auf das, was hier noch so in den kommenden Monaten auf dem Kanal bei mir kommt und natürlich auch, was hier in SnowRunner kommt und mich würde es natürlich freuen, wenn der ein oder andere von euch ja auch weiterhin mit dabei bleibt und an der Stelle dann auch nochmal, ja, wirklich an die Leute, die auch seit jetzt Anfang an mit dabei sind, großes Dankeschön an euch auch und ja, allgemein an jeden, der immer wieder mit dabei ist, mit zuschaut und ja, was soll ich sagen, SnowRunner war eigentlich von mir so ein bisschen eine fixe Idee in Sachen Let's Play, ich habe mich ja so ein bisschen am Anfang ausprobiert,
was könnte ich da machen, ne? Was macht dir Spaß? Und SnowRunner war halt irgendwie von Anfang an, es hat mich gecatcht und es hat halt einen ganz eigenen Charme. Man muss sich, glaube ich, auf das Spiel einlassen. Man muss irgendwie, ja, so eine gewisse Sympathie dafür entwickeln, dass das wirklich ein Spiel ist, wo jetzt nicht die ganze Zeit die dicke Action ist und riesige Explosionen und wildes Rumgeschieße und Verfolgungsjagden und. Das gibt's hier einfach nicht. Das ist halt wirklich so, man setzt sich an den Auftrag und ja, der kann auch manchmal ein paar Stunden dauern, wenn man irgendwas nicht hinbekommt. Und damit muss man natürlich zurechtkommen. Aber der Sven, ich berufe mich da immer wieder gerne auf den Sven, der hat da wirklich ein super Zitat gebracht. Das Spiel entschleunigt den Alltag und ja, das ist halt was, was mich sehr abholt und was mir sehr gefällt. Und ich freue mich auf mehr, was da kommt. Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich habe das Ganze jetzt hier genug in die Länge gezogen. Und ja, vielen, vielen Dank an euch da draußen nochmal. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid. Also, zeigt mir, dass es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben für das Video. Kommentiert, abonniert. Und ja, ich denke, ich werde jetzt hier am Ende noch ein kleines Best-of zusammenschneiden und euch das nochmal präsentieren, wie ihr das ja schon aus Tennessee kanntet. Und ja, damit beenden wir dann diese Staffel. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube aber nicht. Aber ja, ich würde sagen, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns auch in der nächsten Staffel wieder, wo auch immer die sein mag, von Let's Play SnowRunner hier bei SNAS Gaming. Haut rein, bis dahin, ciao. Und der Sprit ist wirklich sehr knapp. Da ist nicht mehr viel Reserve da. Aber ich sag mal, dafür kann man ja das ein oder andere Tankfahrzeug in der Hinterhand haben. Wirklich die Power. Ja, aber jetzt so mit diesem Kofferaufbau zum Reparieren, dem Tank und ja, dem Rad mit dem ganzen Geröll hier ja nicht so einfach. Das war's. Ich arbeite. Das war zu schnell. Das war viel. Wir werfen dieses Monstrum an. Und ja, gerade weil wir jetzt hier die Auspuffrohre direkt im Bild hätten, werde ich natürlich hier euch nochmal eine schöne Ansicht der Fahrzeuge präsentieren. Wir haben sie jetzt auch mal alle in einer. Like stört nicht allzu sehr den Spielfluss. Und eventuell ist das sogar richtig. Und ja, gucken wir mal, wie gut er da läuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das hier gefällt mir gar nicht. Au! Ja! Das. Da gibt es ihn, glaube ich, nämlich gar nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Kennt das? Und ich denke nicht, dass das der Region hier neues Leben einhauchen wird. Aber solche ethnischen Fragen sollen uns völlig egal sein, denn ethischen Fragen. Ethnisch ist wieder was anderes. Was erzähle ich hier heute schon wieder, frage ich mich gerade. Wenn man keine Ahnung hat, ne, soll man doch eigentlich. Ihr wisst schon. Naja, aber irgendwas muss ich ja hier erzählen. Und ich würde sagen. Oh nein! Ach Gott! Ja gut, ach du Heimatland, wir drehen uns auch nochmal auf den Kopf. Gehen wir uns weiter? Ja, na dann. Würde ich sagen, kranen wir mal los. Schwerlastkran, sei Dank. So, Wenderadio ist natürlich nicht gut mit einberechnet. So ackern. Aber so eine Palette mit Ziegeln wiegt natürlich auch was.